die Top 30 Kryptowährungen 2018. Heute ist Samstag, der 7. April 2018. Es soll in diesem Video einmal darum gehen, was die Top 30 Kryptowährungen tun. Dabei werde ich einmal von Position 30 angefangen bis hoch zu Position 1 ganz kurz zu jedem Coin erzählen, was er tut, welche Probleme er löst und wie sich die Fintech-Industrie in Zukunft weiterentwickeln kann und wird. Wir haben heute eine Marktkapitalisierung von 260 Milliarden US-Dollar. Das ist geringer als noch zu Jahresbeginn. Der Kryptomarkt ist sehr volatil. Ein kurzer Hinweis zu Beginn: Dies ist keine Anlageberatung. Beim Handeln mit Kryptowährungen besteht ein Totalverlustrisiko. Handeln Sie nur mit Geld, auf das Sie im Notfall verzichten können. Bewahren Sie Ihre Private Keys sicher auf. Lassen Sie Ihre Coins nie zu lange auf einer Börse. Laden Sie Ihre Coins auf eine Hardware-Wallet oder auf ein Paper-Wallet oder eine andere Wallet Ihrer Wahl. Platz 30, Populous, abgekürzt PPT. Hier handelt es sich um eine Rechnungsfinanzierungsplattform. Firmen können ihre Rechnungen sofort an andere Investoren verkaufen. Firmen müssen also nicht mehr darauf warten, dass ihre Kunden die Rechnung zeitnah bezahlen, sondern können einen Großteil, ich meine 80% sind es zurzeit, ihres Rechnungsbetrags sofort über das Populous-Netzwerk einziehen. Investoren und Firmen kommen hier also zusammen. Und das Ganze funktioniert bereits in Großbritannien, ist ein Nischenmarkt, möchte natürlich noch europaweit und weltweit expandieren. Und das wird auch geschehen. Aktuell liegt der Preis bei 9,74 € und die Marktkapitalisierung des Coins bei 346 Millionen Euro. Auf Platz 29 finden wir die Kryptowährung Steem. Dabei handelt es sich um ein soziales Netzwerk auf der Blockchain, also so wie YouTube, Twitter oder Facebook, nur eben dezentral. Das Interessante ist, dass Ersteller von Medien hier in der Kryptowährung Steem für gute Inhalte bezahlt werden. Steem wird im Prinzip durch die Medienerstellung gemeint, was natürlich ein sinnvoller Proof of Work ist. Es gibt ein angeschlossenes Videoportal, DTube, was auch schon sehr gut funktioniert. Ansonsten können Texte, Bilder und Videos auf der Plattform hochgeladen, von anderen Nutzern up- und downgevotet werden. Und wie schon gesagt, die Ersteller dieser Medien werden dann entsprechend ihrer Votings in Steem bezahlt. Je besser ihre Inhalte, desto mehr Steems erhalten sie für ihre Arbeit. Wer Näheres über dieses Portal wissen möchte, kann sich einen Account auf steemit.com anlegen. Die Freischaltung dauert ein paar Tage. Man sollte also alle Daten, Handynummer, E-Mail, Nutzername, Passwort schon bereithalten. Interessante Daten: Die Nutzerzahlen bei Steem liegen zurzeit über 600.000. Natürlich ist das noch gering im Vergleich zu Facebook, Twitter und Co., aber die Tendenz ist steigend. Der Preis eines Steem-Dollars liegt zurzeit bei 1,44 € und die Marktkapitalisierung bei 360 Millionen Euro. Platz 28 finden wir Bitem, abgekürzt BTM. Dabei handelt es sich um eine Exchange-Plattform und die meisten Entwickler stammen aus China. Hierbei handelt es sich um den Handel von Wertpapieren und Rohstoffen. Bitem möchte reale Vermögenswerte auf der Blockchain abbilden, also atomare Welt, reale Gegenstände, die aus Atomen zusammengesetzt sind, auf der Blockchain digitalisieren. Im Web findet man das Projekt unter Bitem.io. Es gibt zurzeit eine in der Arbeit befindlichen Go-Implementierung. Noch ist Bitem ein ERC-20-Token, wird aber demnächst eine eigene Blockchain herausbringen. Besonderheiten: Bitem besteht aus einer Sidechain und unterstützt auch ein Cross-Chain-Protokoll, dass also verschiedene Blockchains miteinander kommunizieren können. Und es beansprucht von sich, langfristig AI-ASIC-kompatibel zu sein. Das heißt, mit
Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz und Hardware-Minern, soll ein sinnvoller Ansatz geschaffen werden, die Rechenpower, die beim Minen von Kryptowährungen entstehen, um den Konsens herbeizuführen, sinnvoll zu nutzen. Also nicht wie beim Proof of Work von Bitcoin, bei dem im Prinzip nur Hashwerte geraten werden und viel Energie verbraucht wird, soll diese Rechenkraft eben auch für Anwendungen aus der künstlichen Intelligenz, also zum Beispiel auch Data Mining oder Wetterberechnung, also für komplexe Aufgaben, sinnvoll genutzt werden. Inwieweit das Projekt ihr Versprechen wahrmacht, wird sich natürlich noch zeigen müssen. Der Preis eines Bitem-Tokens beträgt 42 Eurocent. Die Marktkapitalisierung liegt bei 417 Millionen Euro. Auf Platz 27 finden wir Zcash, ZEC. Hierbei handelt es sich um ein anonymisiertes Bezahlungssystem, was unter anderem auch vom Whistleblower Edward Snowden empfohlen wird. Es basiert auf ZK-Snarks. Dabei handelt es sich um ein Kryptografieverfahren, was auch Ethereum im letzten Update eingebaut hat. Einige Smart Contracts nutzen diese bereits schon. Das Spannende ist, dass es sich hier um einen wahrscheinlich mathematisch am besten bewiesenen Anonymisierungsalgorithmus handelt. Und es ist tatsächlich bewiesen, dass weder der Betrag noch der Benutzer noch die Größe der Coins, die überwiesen werden, auf der Blockchain getrackt werden können. Das ist also ein sehr schönes Projekt, um anonymisiert Geschäfte betreiben zu können. Wer nähere Informationen über Zcash erfahren möchte, kann sich auf z.cash einmal umsehen. Der Genesis-Block von Zcash ist am 28. Oktober 2016 erstellt worden. Der Preis liegt zurzeit bei 149 Euro und die Marktkapitalisierung aller Coins bei 544 Millionen Euro. Platz 26 finden wir Nano, vorher Rayblocks. Dabei geht es um eine Anwendung für Internet of Things und das große Alleinstellungsmerkmal ist bei Nano, dass es keine Transaktionskosten gibt. Genau so etwas braucht man, wenn viele Maschinen miteinander kommunizieren und viele Daten austauschen, die trotzdem sicher und atomar transferiert werden können. Nano ist also für Micropayment aller Art geeignet und ist ein direkter Konkurrent zu all dem etwas älteren Projekt IOTA. Man kann also instantan und das beansprucht das Projekt von sich unbegrenzt skalierbar dieses System weiter ausbauen. Das Projekt ist seit Februar 2016 verfügbar. Vorher hieß es, wie schon gesagt, Wayblock. Es gab Anfang 2018 ein Rebrand in Nano. Der Preis eines Nanos beträgt zurzeit 4,28 Euro und die Marktkapitalisierung liegt bei 570 Millionen Euro. Platz 25 finden wir Bitcoin Gold, BTG. Dabei handelt es sich um einen Bitcoin-Fork, der besonders für GPU-Miner interessant ist. Damit soll eine größere Dezentralisierung erreicht werden. Nun ja, und die Grafikkartenhersteller freuen sich natürlich auch, dass es einen Bitcoin-Fork gibt, zu dem man ihre Produkte kaufen muss. Der Proof of Work ist Equihash, das heißt, Bitcoin Gold ist ASIC Miner resistent. Man muss also Grafikkarten kaufen, um ihn zu minen. Das Fork-Datum war der 25. Oktober 2017. Der Preis eines Bitcoin Gold Coins beträgt zurzeit 33,87 Euro und die Marktkapitalisierung liegt bei 573 Millionen Euro. Platz 24 finden wir ICON, abgekürzt ICON. Dabei handelt es sich um ein Inter-Blockchain-Netzwerk. Die meisten Entwickler stammen aus Korea. Dabei handelt es sich um eine dezentrale Exchange, aber auch mehr. Hier werden mehrere unabhängige Blockchains miteinander verknüpft, sodass sie miteinander kommunizieren können.
Adressiert werden nicht nur Einzelnutzer, sondern auch Institutionen, Finanzinstitutionen, Banken, Versicherungen, Krankenhäuser, Universitäten und öffentliche Einrichtungen. Das Genesis-Projekt startete am 19. September 2017. Der Mainnet-Launch von ICAN war der 24. Januar 2018. Der Preis eines Tokens beträgt 1,57 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei 640 Millionen Euro. Platz 23, Ontology, ONT. Auch ein Coin, der sich erst seit kurzem in den Top 30 findet. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Inter-Blockchain-Netzwerk, diesmal aber federführend aus China. Das ONT Core-Layer-Netzwerk wird hier mit Neo, Ethereum und Bitcoin verbunden. Ist also ein Inter-Blockchain-Protokoll. Dabei geht es um Identitäten, dezentralen und dezentralen Datenaustausch insgesamt. Das Interessante an ONT oder eine Besonderheit ist, dass es sich dabei um ein Neo-Token handelt. Die meisten Tokens sind ja zurzeit auf Ethereum-Basis gelistet. Weitere Daten und Fakten zu ONT. 2017 wurde der Coin von der chinesischen Firma Onchain gegründet. Der Coin existiert erst seit März 2018. Das Spannende, es gab einen Airdrop-Anhalter von Neocoins. Dementsprechend gibt es auch eine Partnerschaft mit Neo. Der Preis liegt bei 3 Euro und einem Eurocent zurzeit und die Marktkapitalisierung liegt bei 720 Millionen Euro. Auf Platz 22 finden wir LISK, abgekürzt LSK. Hier handelt es sich um eine Smart Contract Plattform, die im Gegensatz zu Ethereum das Angebot macht, dass Autoren von Smart Contract Code sich der Programmiersprache JavaScript bedienen können. Das Argument ist, dass es eben viele JavaScript-Entwickler gibt, zum Beispiel aus der Webentwicklung, und hier dann nicht die Notwendigkeit besteht, sich in eine andere Programmiersprache wie zum Beispiel Solidity einzuarbeiten. Diese Argumentation hört man häufiger. Ob dies wirklich ein Vorteil ist, ich persönlich bin mir da nicht ganz so sicher, aber sicherlich ist es natürlich ein schönes Argument für Einsteiger in das Thema Smart Contract Programmierer. Das Gründungsteam stammt übrigens aus Deutschland. Es gibt auch Sidechains bei LISK und es gibt auch bereits die ersten ICOs, die auf LISK-Basis stattfinden und geplant sind. Des Weiteren findet man im Repository einige DApp-Beispiele, die auf LISK basieren. Der Preis eines LISK-Tokens beträgt mittlerweile 7,27 Euro und das Projekt hat eine Gesamtmarktkapitalisierung von 750 Millionen Euro. Der maximale Supply beträgt 103 Milliarden LISK-Token. Platz 21 finden wir Verge, abgekürzt XVG. Dabei handelt es sich um ein Privacy-Coin. Hier steht Dezentralisierung und Anonymität im Vordergrund. Das Projekt ist Tor-kompatibel und es gibt eine eingebaute IP-Verschleierung im sogenannten Wraith-Protokoll. Der Genesis-Block wurde am 9. Oktober 2014 gemeint. Das heißt, im Gegensatz zu den meisten anderen Coins ist dieser Coin also schon ziemlich alt. 4 Jahre, das ist in der Kryptowährung eigentlich eine Ewigkeit. Der Blockintervall beträgt auch nur 5 Sekunden und es wird ein Proof of Stake angewendet anstelle von Proof of Work. Der Preis beträgt 5 Eurocent und die Marktkapitalisierung aller Verge-Tokens 765 Millionen Euro. Auf Platz 20 finden wir OmiseGo, OMG abgekürzt. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Finanznetzwerk auf Basis von Plasma, also Ethereum.
das sich noch im Aufbau befindet. Plasma ist noch nicht online, aber UmiseGo wird auf dieses Netzwerk zugreifen und die Ressourcen entsprechend nutzen und im praktischen Ablauf entsprechend auch testen. Die Firma hinter UmiseGo heißt Umise und ist ein in Asien bekannter und großer Zahlungsanbieter, mit dem auch häufig Geld versendet wird. Eine Firma mit über 100 Mitarbeitern. Das heißt, das Team muss sich hier nicht erst mit einem neuen Projekt beweisen und verfügt schon über eine entsprechende Infrastruktur. Die Gründung des UmiseGo Coins war der 6. Juli 2017. Heute kann man einen Token für 7,63 Euro beziehen und das Gesamtprojekt hat eine Marktkapitalisierung von 778 Millionen Euro. Auf Platz 19 finden wir Quantum, auch ein neuerer Vertreter in den Top 30. Dabei handelt es sich um eine Smart Contract Plattform aus China. Der Blockintervall beträgt von Quantum 2 Minuten. Es wird ein Proof of Stake angewendet und wir haben einen Preis von 7,62 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt 777 Millionen Euro. Es gibt einen maximalen Supply von 88,5 Millionen Quantum-Einheiten. Auf Platz 18 finden wir WeChain, abgekürzt WEN, V-E-N. Dabei handelt es sich um eine Blockchain-Anwendung für Produkte und Informationen. Das Projekt sitzt in Singapur. Ein aktuell auch aktives Beispiel ist das Tracking von Wein und natürlich auch von anderen Produkten. Sicherlich auch eine Blockchain-Anwendung mit Potenzial. Wer Näheres wissen möchte zu dem Coin, kann auf wechain.org sich einmal umschauen und ich empfehle das Video-Intro, was sich durchaus mit Hollywood-Produktionen messen kann. Sehr schön gemacht. Das Genesis-Datum von WeChain ist der 15. August 2017, also erst ein paar Monate alt. Ein WeChain-Token kostet 2,04 Euro. Marktkapitalisierung beträgt als erster Coin in den Top 30 hier über einer Milliarde Euro. Der maximale Supply beträgt 524 Millionen VEN-Einheiten. Zurzeit ist es noch ein ERC-20-Token, aber das Projekt wird entwickelt, eine eigene Blockchain für die Darstellung von Supply-Ketten und ihren Blockchain-Anwendungen. Auf Platz 17 finden wir zurzeit Ethereum Classic, ETC abgekürzt. Dabei handelt es sich um einen Fork von Ethereum, nachdem ein DAO-Hack stattgefunden hat. Hier hat sich das Hauptnetzwerk Ethereum damals entschieden, einen Fork durchzuführen, um den Hack rückgängig zu machen. Einige Entwickler von Ethereum konnten mit dieser politischen Entscheidung nicht zu viel anfangen. Code ist Law ist hier die Devise, also Code ist Gesetz, was programmiert ist, ist auch, darf nicht verändert werden. Man muss sich darauf verlassen können, dass nur der Code entscheidet, was das Projekt tun und lassen darf. Interessante ist, dass die Smart Contracts von Ethereum Classic zum größten Teil kompatibel sind zu Ethereum. Das heißt, man hat mit Ethereum Classic eine Backup-Lösung und man kann natürlich auch Smart Contracts und bestimmte Lösung-Applikationen, die man auf Ethereum noch nicht testen möchte, hier leicht testen, beziehungsweise man kann, wenn mit dem Ethereum-Netzwerk irgendetwas nicht so laufen sollte, wie man es sich wünscht, auf das Ethereum Classic-Netzwerk mit derselben Infrastruktur einfach umschalten. Eine wichtige Person im Zusammenhang hinter Ethereum Classic ist zum Beispiel Barry Silbert. Er hat es zum Beispiel geschafft, ETC in die Liste des Bloomberg Terminals zu bringen und leistet ansonsten auch sehr wichtige und gute Arbeit für das Ethereum Classic Projekt. Wer Informationen zu dem Coin haben will, findet auf einer GitHub-Seite ethereumclassic.com.
github.io. Weitere Informationen, sicherlich soll das auch den dezentralen Charakter von ETC weiter betonen. Der Fork fand am 30. Juli 2015 statt und jeder Ethereum-Besitzer hat an diesem Datum dann Ethereum Classic-Einheiten im Verhältnis 1:1 bekommen, wie das bei den meisten Forks der Fall ist. Der Preis beträgt zurzeit 11,18 €. Das Ganze hat auch eine Marktkapitalisierung zurzeit von etwa 1 Milliarde. Interessant ist, dass Ethereum Classic, der ja ein Fork von Ethereum ist, jetzt selber am 5. März 2018 geforkt worden ist. Und zwar heißt der Fork von Ethereum Classic Callisto, abgekürzt CLO, und das Mainnet wird jetzt am 15. April online gehen. Platz 16 finden wir den Binance Coin, BNB. Im Prinzip handelt es sich dabei um den Coin von Binance.com. Man kann ihn schon fast wie eine Aktie, wie einen Security Token betrachten. Es ist aber eher eine Mischung aus Security und Utility Token. Man kann zum Beispiel Rabatte und Bonusprogramme mit ihm einfordern. Sämtliche Gebühren können auch bei, die man auf Binance.com als Händler trägt, können auch mit dem Binance Coin bezahlt werden. Es gibt ein Rückkaufprogramm von Binance. 50% aller Token werden und sollen zurückgekauft werden, sind geplant. Ein Großteil wurde bereits zurückgekauft. Das heißt also, es findet eine Coin-Verknappung statt und das Binance-Team steht hier zu seinem Wort. Binance ist eine der schnellsten und besten skalierten Crypto-Exchanges der Welt. Wer im Prinzip diesen Coin wie eine Art Aktie sieht, findet also hier eine interessante Investitionsmöglichkeit. Dieser Coin wurde am 8. Juli 2017 das erste Mal erzeugt. Der Preis beträgt zurzeit 10,03 € und hat eine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro. Der maximale Supply beträgt 200 Millionen BNB Coins. Und dann kommen wir zu Platz 15, NEM, abgekürzt XEM, XEM. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein japanisches Krypto-Blockchain-Projekt. Der Code ist in Java bzw. JavaScript verfasst und der Coin unterstützt ein oder besitzt ein intrinsisches verschlüsseltes Nachrichtensystem, Multisignaturkonten und ein eingebautes Reputationssystem. Unter anderem nutzt Hitachi auf einer privaten NEM-Blockchain ein privates Netzwerk und fährt darauf Blockchain-Applikationen. Es war ursprünglich geplant, NEM auch mit einem Smart Contract, mit einer Smart Contract Maschine auszustatten. Man hat sich allerdings leider entschieden, dieses Projekt in näherer Zeit zunächst zu verwerfen. Die Daten: am 31. März 2015 wurde NEM das erste Mal als Genesis Block gemeint. Es gibt ein Proof of Importance, der Preis beträgt zurzeit 18 €. Das Ganze hat eine Marktkapitalisierung von 1,65 Milliarden Euro. Auf Platz 14 finden wir Tether oder auch abgekürzt USDT. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine Kryptowährung, die nichts anderes tut, als den Dollar im Verhältnis 1:1 abzubilden. Laut der Firma Tether, hinter der auch Bitfinex steckt, ist jeder Tether-Coin 100% durch einen Dollar gedeckt. Das hat die amerikanische Aufsichtsbehörde CFTC bezweifelt und am 6. Dezember 2017 eine Vorladung des Aufsichtsrats von Tether ausgesprochen. Das ist auch kein Wunder. Das Projekt hat im Prinzip mehr virtuelle Dollar geschöpft für den Einsatz im Kryptomarkt, als es die US-Regierung getan hat. Dass hier Fragen auftauchen, ist klar.
gibt aber auch alternative Projekte, die den Dollar im Kryptobereich abbilden. Der Preis beträgt 81 Euro Cent. Das ist trivial, denn der Preis eines Tethers beträgt ungefähr immer 1 US-Dollar plus minus 1-2 Cent. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,8 Milliarden Euro, also über 2 Milliarden Euro, die die Firma Tether tatsächlich auf Konten irgendwo herumliegen haben will. Der Beweis steht aus, aber es gab bisher auch keine wirklich größeren Komplikationen mit dem Projekt. Ja, auf Platz 13 finden wir Dash. Dash soll anonyme und sichere Zahlungen ermöglichen. Im Prinzip ganz einfach vereinfacht ausgesprochen handelt es sich dabei um eine Kryptowährung mit einem integrierten Coin-Mixer. Das heißt, es wird Sender und Empfänger in diesem Verfahren verschlüsselt. Das Verfahren nennt sich Darksend. Es gibt auch die Möglichkeit, instantane Peer-to-Peer-Zahlung innerhalb von wenigen Sekunden durchzuführen, von Wallet zu Wallet. Dash hat eine sehr gute Verbreitung und ist auch in vielen Zahlungen und Shop durchaus neben Bitcoin und Ethereum zu finden. Dash funktioniert auch mit sogenannten Masternodes. Das heißt, nicht jeder kann Dash-Einheiten minen und bzw. staken, sondern muss eine gewisse Menge an Dash bereithalten, um eben am Konsensusmechanismus von Dash teilnehmen zu können. Der Genesis-Block wurde am 19. Januar 2014 gemeint. Damals hieß Dash noch Darkcoin. Irgendwann hat man das dann in Dash Digital Cash umbenannt. Das Blockintervall beträgt 2,5 Minuten. Es gibt einen Supply zurzeit von 8 Millionen, maximal 22 Millionen Dash-Coins. Interessant ist auch, dass das Dash-Team im Mining-Protokoll immer einen gewissen Prozentsatz der neuen Coins bekommt. So ist also sichergestellt, dass in dem Ablauf, in dem Mining-Prozess des Coins immer auch eine andauernde Finanzierung für das Kernteam bereitsteht, somit das Kernteam immer fortlaufend auch über einen gewissen Geldeingang verfügt und in ihre Entwicklung und neue Technologiearbeiten und Infrastruktur investieren kann. Das schafft dem Core-Team auch eine gewisse Unabhängigkeit und ist sicherlich auch langfristig ein Vorteil für das Dash-Projekt. Es gibt 11 verschiedene Hash-Algorithmen, auf denen Dash basiert. Der Preis beträgt zurzeit 249 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei 2 Milliarden Euro. Auf Platz 12 finden wir Tron, TRX. Auch dies ist ein neuerer Kandidat in den Top 30. Mehrere Informationen findet man auf tron.network. Im Prinzip handelt es sich um eine D-App-Plattform, die auch mit Spielen und mit dem Gaming in Verbindung gebracht wird. Das Ziel ist auch, Tron als eine Art verteilte Datenbank bzw. auch E-Commerce-Shop-System auf der Blockchain zu instantiieren. Im Prinzip möchte man hier auch eine Blockchain-Variante des Apple oder Google Play Stores bereitstellen. Die Roadmap ist ziemlich langfristig gefasst. Bis 2023 möchte man die Schritte umsetzen und entwickeln. Man lässt sich also etwas Zeit mit dem Projekt, aber es gibt bereits jetzt schon ein Testnet. Noch ist das Ganze ein ERC-20-Token. Am 28. August 2017 wurde das Projekt gestartet. Wie schon gesagt, ein Testnet ist bereits online und das Mainnet wird etwa in 6 Wochen von heute angerechnet online gehen und die ersten D-Apps bereits beherbergen. Der Preis eines Trons beträgt 3 Euro Cent. Und wir haben eine Marktkapitalisierung von etwa 2 Milliarden Euro.
Platz 11 finden wir Monero, abgekürzt XMR. Auch hier wie Dash geht es um Privacy und anonyme Zahlungen. Hier ist kein interner Mixer eingebaut, auch keine CK-SNARK, sondern es werden sogenannte Ringsignaturen für die Verschleierung und für die Privatsphäre genutzt. Es gab am 18. April 2014 bereits den Genesis-Block von Monero, auch ein älterer Coin. Der Blockintervall beträgt 2 Minuten und als Hashing-Algorithmus wird Kryptonite angewendet. Es gibt einen maximalen Supply von 18,4 Millionen Monero-Coins. Dieser Coin kann nebenbei gesagt auch auf CPUs sehr gut gemeint werden. Auf Platz 10 finden wir IOTA und dabei geht es um eine Internet of Things-Anwendung. IOTA ermöglicht die kostenlose und schnelle Zahlung dank der Anwendung der Tangle-Technologie anstelle der Blockchain. Der direkte Konkurrent wurde schon erwähnt, ist hierbei Nano. Und auch hier soll es darum gehen, Geräte im Internet of Things zu vernetzen. Die IOTA Foundation kümmert sich nicht nur um den IOTA Coin, um die Software, um die Blockchain, beziehungsweise um die Tangle-Technologie, sondern arbeitet auch unterstützt aktiv auch Hardware-Lösungen, die auf IOTA-Basis umgesetzt werden sollen. Der Genesis-Block war Sommer 2016. Der Preis eines IOTAs beträgt 84 Euro Cent. Die Marktkapitalisierung aller IOTA-Coins liegt bei 2,3 Milliarden Euro. Supply sind 2,68 Milliarden Coins maximal, die nicht gemeint werden, sondern vom Netzwerk sofort pre-gemeint worden sind. Platz 9 finden wir Neo. Neo ist eine Smart Contract Plattform aus China und wird auch gerne oder lässt sich gerne Ethereum of China benennen. Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, hat dazu nur gesagt, dass Ethereum of China ist Ethereum. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Man kann hier Smart Contract Applikationen in C, C Sharp und Java auch auf der Basis der Microsoft.net Anwendung erstellen. Es gibt der Genesis Block fand am 17. Oktober 2016 statt. Der Preis eines NEOs beträgt heute 39, also etwa 40 Euro. Die Marktkapitalisierung aller NEOs liegt bei 2,5 Milliarden Euro. Maximale Supply liegt bei 100 Millionen. Anstelle eines Proof of Work wird ein DBFT, Delegated Byzantine Fault Tolerance Protokoll, für den Konsensus eingesetzt. Laut des NEO-Teams soll dies sicherer und schneller sein als andere Proof of Work oder Proof of Stake Verfahren. Ob das so ist, wird sich in der Praxis natürlich noch beweisen müssen. Ein kleiner Nebeneffekt ist, dass die Halter von Neocoins auf ihre Dividende den Gascoin, mit dem man für die Ausführung der Smart Contracts bezahlt, als Dividende belohnt werden. So gesehen ist der Neocoin auch interessant als eine Art festverzinsliche Anlage, wenn man so will. Auf Platz 8 finden wir Stellar, ehemals Stellar Lumens, abgekürzt XLM. Auch dieser Coin, ähnlich wie Ripple, ermöglicht instantane Zahlungen durch das Ripple-Protokoll. Es will auch gerne das Ripple für das Volk sein und eine wichtige Person, die dahinter steckt, ist Jet McCaleb, der Erfinder von eDonkey 2000. Dieser Entwickler hat auch Mt. Gox, zwar bevor er gehackt wurde, entwickelt und ist auch einer der Gründer von Ripple. Später haben sich dann die Unterstützer von Ripple zusehend eine Richtung entwickelt, dass man mit dem Ripple-Coin nicht
die Privatleute als Anwender adressiert, sondern vorrangig Banken, damit diese ihr veraltetes SWIFT-System nach und nach eben auf ein moderneres Blockchain-System umstellen können. Mit dieser Politik, die ja, Endanwender-Prinzip aus dieser Technologie weitgehend erstmal auszuschließen bzw. nicht primär zu unterstützen, war Jed McCaleb nicht einverstanden und hat dann das Stellar Lumen Projekt gestartet. Und es besitzt ähnliche Eigenschaften, ist eine Nachentwicklung, also ist kein Fork, besitzt aber ähnliche Eigenschaften wie Ripple. Eine andere Person oder interessanter Name, der hinter Stellar steht, ist Matt Mullenweg, der auch WordPress entwickelt hat, das nur am Rande. Die Genesis von Stellar fand Anfang 2014 statt. Das Projekt ist also auch schon etwas älter. Der Supply beträgt maximal 227 Milliarden und davon sind 18,6 bereits auf dem Markt verfügbar. Stellar ist in der Lage, 1000 Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln, jetzt schon, und ist damit eine der schnellsten Bezahlsysteme auf Blockchain-Basis überhaupt. Der Preis eines Stellar-Tokens beträgt 16 Euro Cent. Die Marktkapitalisierung liegt bei 3,1 Milliarden Euro. Auf Platz 7 finden wir Cardano, abgekürzt ADA. Auch ein neueres Projekt, eine Smart Contract-Plattform aus Japan, aber auch mit vielen chinesischen Entwicklern. Und Cardano besitzt eine sehr akademische und formale DNA. Unter anderem wurden Teile des Codes in Haskell verfasst. Cardano richtet sich auch explizit an Behörden und Regierungen. Das heißt, es gibt also auch Regulierungsmechanismen. Man kann diesen Coin zentralisiert verwalten und einige Funktionen abbilden, die mit einem rein dezentralisierten Netzwerk so nicht möglich sind. Hier möchte man den Spagat wagen zwischen dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer und dem Interessen der Behörden. Man möchte hier eben für Behörden und öffentliche Einrichtungen eben eine etwas sicherere Lösung bieten, Smart Contracts auszuführen. Eine interessante Person hinter Cardano ist Charles Hoskinson. Dies ist ein Mitbegründer von Ethereum und auch ein ehemaliges Teammitglied von BitShares. Der Genesis von Cardano war bereits 2015. Cardano ermöglicht Atomic Swaps. Das heißt, dass also Coins auf der Blockchain oder Tokens ineinander instantan ausgetauscht werden können, eine Art dezentrale Exchange. Als Konsensusmechanismus wird ein Proof of Stake angewendet und es ist tatsächlich, da es sich ja auch um einen akademischen Coin handelt, mathematisch bewiesen, dass der hier zur Anwendung kommende Proof of Stake Algorithmus mathematisch bewiesen sicher ist. Ich habe den Beweis jetzt nicht nachvollzogen, aber dem soll wohl so sein. Ein Cardano-Token kostet 13 Euro Cent, die Marktkapitalisierung liegt bei 3,2 Milliarden Euro. Der maximale Supply beträgt 30 Milliarden ADA-Token. Nicht ganz richtig, 45 Milliarden ADA-Token, 30 Milliarden werden aber bereits gehandelt. Auf Platz 6 finden wir EOS. Auch hier handelt es sich um eine Smart Contract-Plattform. EOS möchte ein Ethereum-Killer sein. Ob dies so sein wird, muss sich natürlich erst beweisen. EOS ist gerade erst in der Testphase und Ethereum hat bereits viele Kinderkrankheiten schon überwunden, hat Probleme mit der Wallet, mit der Blockchain, mit der Skalierung bereits erlebt, arbeitet konkret an Lösungsansätzen, die es durchaus mit den Ideen von EOS aufnehmen kann. Das Interessante oder das Besondere an EOS ist, dass man ähnlich wie IOTA oder Rayblocks auch hier auf Transaktionskosten verzichten möchte und man möchte
nicht nur Tausende, sondern Millionen Transaktionen pro Sekunde erreichen. Was natürlich auch, woran gerade Ethereum mit Plasma und Sharding und Raiden gerade arbeiten. Eine weitere interessante Besonderheit ist, dass EOS, das sich bei dem EOS ICO um den größten ICO aller Zeiten handelt, über ein Jahr. Das Ganze geht noch bis zum Juli 2018. Und eine wichtige Person hinter dem Projekt ist der Entwickler Dan Larimer, der auch BitShares und Steam entwickelt hat. Dan Larimer ist der CTO, der technische Leiter vom EOS-Projekt. Die Firma hinter EOS, Block One, ist eine Firma, die auf den Cayman-Inseln gelistet ist. Dies ist häufig ein Kritikpunkt, bietet aber auch natürlich für das Projekt viele mögliche Vorteile. Es ist also definitiv auch für immer noch ein gewisses Risiko in EOS zu investieren, weil man eben darauf angewiesen ist, dass das Block One seine Versprechen auch einhält. Jedenfalls hat EOS mehr Geld eingesammelt als jeder andere Coin in einer ICO, wirklich Milliardenbeträge. Und es ist durchaus zu erwarten, dass sich das EOS-Projekt auch weiter entwickeln wird, dass man also versuchen wird, das Netzwerk aufzubauen. Der Genesis-Block des Projekts oder der Genesis-Token wurde am Mai 2017 erzeugt. Noch ist das Ganze ein ERC-20-Token. Das Testnet ist aber bereits online und kann geprüft werden. Das Konsensusverfahren ist Proof of Stake oder konkret Delegated Proof of Stake, was eben diese enorme Skalierung auch von BitShares und Steam ermöglicht. Und das Projekt besitzt eines der aktivsten GitHub-Repositories überhaupt. Es wird also an einem Coin gearbeitet. Das Know-how, die Skalierung ist theoretisch vorhanden. Wer also etwas mutig sein will und eine Alternative zu Ethereum hier erkennt, kann in diesen Coin investieren. Der Preis beträgt dazu zurzeit 4,86 Euro und die Marktkapitalisierung liegt bei 3,7 Milliarden. Also das Team arbeitet an einem Projekt, es tut etwas, das kann man erkennen. Es gibt Beispiele, es gibt Docker-Images, die man jetzt runterladen kann. Es gibt das Testnet, auch erst seit einigen Tagen. Es ist also nachvollziehbar, dass hier etwas passiert. Die Frage ist, wie sich das Projekt wirklich gegen Ethereum behaupten kann, insbesondere wenn Plasma, Sharding und Raiden aktiv sind. Jedenfalls findet sich hier im EOS-Token mit Sicherheit einer der interessantesten Smart-Contract-Konkurrenten zu Ethereum. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieses Projekt entwickeln wird. Der maximale Supply beträgt 1 Milliarde EOS-Token. Auf Platz 5 finden wir Litecoin, LTC. Dabei handelt es sich um einen der ersten Bitcoin-Forks überhaupt, neben zum Beispiel Dogecoin oder Peercoin. Litecoin arbeitet stark mit dem Core-Team von Bitcoin zusammen und testet gegebenenfalls auch mal Bitcoin-Technologie im Mainnet, bevor sie bei Bitcoin online geschaltet wird durch einen Hardfork. Beispielsweise wurde Segwit und auch Lightning zuerst auf dem Litecoin durchgeführt, bevor dann später auf Bitcoin durch den Bitcoin-Fork ermöglicht wurde. Personen hinter Litecoin, eine interessante Person, auch eine der schillerndsten Personen in der ganzen Blockchain-Community ist Charlie Lee. Er hat einen Abschluss am MIT gemacht, hat bei Google gearbeitet, bei Coinbase unter anderem hat er für Google an YouTube gearbeitet, an Chrome OS und auch an diversen Games. Er ist bekannt für seine extravaganten Twitter-Meldungen. Unter anderem hat er
Ende letzten Jahres bekannt gegeben, sämtliche Litecoins zu verkaufen, um mehr Unabhängigkeit zu haben, um nicht so einen überproportionalen Einfluss zu haben auf die Preisentwicklung von Litecoin, also um seine Coins nicht zu schädigen, etwas neutraler zu sein. Mittlerweile hat er auch bekannt gegeben, wieder Teile wieder zurückzukaufen. Jedenfalls werden seine Äußerungen immer gerne sehr kontrovers diskutiert und ja, regen sehr oft zum Schmunzeln an. Ja, der Genesis-Block war eben ziemlich früh, am 8. Oktober 2011, also 2 Jahre nach Bitcoin. Das Hash-Verfahren ist Script. Und was man anfangs gemacht hat, man hat einfach die Parameter von Bitcoin mit dem Faktor 4 multipliziert. Die Blockchain-Zeit beträgt bei Litecoin nur 2,5 Minuten. Der Preis liegt bei 95 Euro zurzeit. Die Marktkapitalisierung bei 5,3 Milliarden. Der Supply beträgt maximal 84 Millionen, also 21 Millionen von Bitcoin mal 4 und 56 Millionen Litecoins existieren bereits. Auf Platz 4 finden wir Bitcoin Cash. Dieser Coin bezeichnet sich gerne als der wahre Bitcoin und es gibt ihn auch erst seit letztes Jahr. Ein Electronic Peer-to-Peer Cash-System. Dabei handelt es sich bei um einen der erfolgreichsten direkten Forks von Bitcoin. Die eine Person hinter Bitcoin Cash ist unter anderem der bekannte Kryptoinvestor Roger Ver, der auch die Plattform Bitcoin.com betreibt. Bei Bitcoin Cash ging es ja, am 1. August 2017 wurde der Coin geforkt. Geht es darum, die Skalierungsdebatte nicht über Lightning- oder Off-Chain-Lösung zu lösen, sondern die Block-Size von 8 Megabyte zu erhöhen. Im Vergleich dazu hat Bitcoin nur eine Blockgröße von 1 Megabyte. Das Core-Team, hinter dem auch mittlerweile die Firma Blockstream steht, die auf Bitcoin einen ziemlich großen Einfluss nimmt, auch politisch, hat sich mit Händen und Füßen gegen eine Anhebung der Blockgröße sogar von 1 auf 2 Megabyte gewehrt. Und so ist in der Community ein Team entstanden, das die ursprüngliche Vision von Satoshi Nakamoto in der Form fortsetzen wollte, dass man die Blockgröße vergrößert hat, also genau das getan hat, gegen das sich das Bitcoin Core Team von BTC so lange gewährt hat. Und dieser Coin wird gerne gemeint, hat natürlich eine gewisse Existenzberechtigung, ist ziemlich volatil, aber es war sicherlich eine kleine Überraschung, dass sich Bitcoin Cash auch so gut in den Top 10 der Kryptowährung halten kann. Der Preis eines Bitcoin Cash Coins beträgt 532 Euro zurzeit. Die Marktkapitalisierung liegt bei 9 Milliarden Euro. Platz 3 finden wir Ripple, abgekürzt XRP. Dieser Coin wird auch gerne als der Bankencoin bezeichnet, weil das Team hinter ihm hauptsächlich die Banken adressiert und nicht die Endanwender. Hier sind instantane Zahlungen möglich. Bis zu 1500 Transaktionen pro Sekunde. Dabei geht es aber nicht nur um die Übertragung von Ripple. Also Ripple Coin ist nicht der einzige Coin, sondern tatsächlich handelt es sich um ein Protokoll zur Übertragung von Werten. Damit wird primär, deshalb werden auch Banken adressiert, Euro, Dollar, Pfund, Yen und andere Währungen übertragen. Und das schneller und effizienter als das zum Beispiel das relativ veraltete SWIFT-System, was zurzeit von den Banken angewendet wird, tun kann. Und das auf Blockchain-Basis, also transparent und relativ sicher. Der Genesis von Ripple fand schon 2012 statt. Das Projekt ist also schon etwas älter. Wer sich etwas
tiefer mit dem Projekt beschäftigt, dem empfehle ich die Videos, Interviews und Kommentare von dem Chefkryptografen von Ripple, David Schwarz, auch eine, wie ich finde, schillernde Persönlichkeit, der auch schon in den Tagen von Bitcoin als Entwickler eingesprungen ist. Dein Ripple kostet zurzeit 40 Euro Cent. Auch dieser Coin ist einer der volatilsten Krypto-Tokens überhaupt. Marktkapitalisierung aller Ripple liegt zurzeit bei 15,7 Milliarden. Das maximale Supply liegt bei 100 Milliarden. Davon ist zurzeit nur ein Bruchteil im Umlauf. Ein Großteil behält sich die Firma hinter Ripple, Ripple Labs, als Reserve ein. Und dies ist auch die einzige Wert- oder die einzige Gewinnmöglichkeit für die Firma, an ihrem Projekt zu partizipieren. Das heißt, an einer Preissteigerung hat niemand ein größeres Interesse als Ripple Lab selbst. Auf Platz 2 finden wir Ethereum, abgekürzt ETH. Ethereum ist die Smart Contract Plattform Nummer 1 mit Abstand. Dazu ist viel zu sagen. Ich habe da auch schon mehrere Videos drüber gemacht. Es ist persönlich mein Lieblingscoin, auch der beste Coin überhaupt im Bereich Smart Contract und auch für andere Anwendungen. Es ist auch die meistgenutzte Blockchain, die von den Top 100 Tokens, die es gibt, also von den Colored Coins, die sich einer anderen Blockchain basieren, sind 97 Coins tatsächlich ERC-20 Token auf Ethereum-Basis. Es gibt ein paar Neo-Coins, es gibt noch keine Lisk-Coins. Die anderen Plattformen müssen sich hier einfach noch beweisen und ihre Kinderkrankheiten überwinden, um sich mit Ethereum messen zu können. Es gibt natürlich auch eine Skalierungsdebatte bei Ethereum. Die Gaskosten, zum Beispiel durch Anwendungen wie CryptoKitties, können das Netzwerk durchaus mal in die Knie zwingen, sodass Transaktionen länger dauern als die durchschnittlichen 15 Sekunden. Entwicklungen, die in der Warteschleife stehen, sind Rain, Sharding und Plasma. Es wird demnächst ein weiteres Update geben zu Metropolis, das ausstehende Konstantinopel-Update, bei dem unter anderem auch das Casper-Protokoll eingeführt wird. Langfristig wird Ethereum auch Proof of Stake mit einbinden. Eine wichtige Person ist Vitalik Buterin, auch dafür bekannt, in bunten Einhorn-T-Shirts herumzulaufen. Das erinnert mich an so ein bisschen an Steve Jobs, der ja auch mit seinen als Aushängeschild der Firma mit seinen Rollkragenpullis, mit seiner bequemen Kleidung im IT-Bereich neue Maßstäbe gesetzt hat und die Anzugspflicht abgeschafft hat. Und Vitalik Buterin setzt diesen Trend etwas fort. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Vitalik Buterin irgendwann, wenn Fintech weiter den Mainstream erreicht, mal auf dem Cover Person of the Year der Times zu finden ist. Weiterer Entwickler ist Gavin Wood, der auch hinter dem Parity-Projekt steht, ein promovierter Informatiker und nebenbei hat er auch noch einen Doktor in Philosophie. Also auch eine Persönlichkeit, die aus dem akademischen Hintergrund sich eben auch mit der Mathematik sehr gut auskennt, wobei Vitalik Buterin in seinen Papern bereitgestellt hat, dass er wahrscheinlich aus dem Stegreif heraus eine Masterarbeit einer technischen Universität problemlos schreiben könnte. Denn die Leistung, die er auch als ohne Studienabschluss bereits für die gesamte Blockchain- und Fintech-Industrie mit dem Ethereum-Projekt geleistet hat, da müssen Akademiker mit ihren Veröffentlichungen erstmal in die Nähe kommen von dem Einfluss, den Vitalik Buterin hier ausgeübt hat.
Genesis fand 2015 statt. Ein Ether kostet zurzeit 342 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei 32 Milliarden Euro. Zurzeit wird ein Proof-of-Work-Verfahren als Konsensus durchgeführt. Demnächst wird es aber auch einen Wechsel zu Proof-of-Stake geben. Auf Platz 1 mit der Abkürzung BTC oder XBT finden wir den Bitcoin. Die erste Blockchain überhaupt. Zurzeit wird der Coin stark von Entwicklern der Firma Blockstream, die von Core-Entwicklern Bitcoin gegründet worden ist, dominiert. Das heißt, man darf nicht im Hinterkopf vergessen, dass der Core-Bitcoin, deshalb gibt es ja auch den Bitcoin Cash und die Skalierungsdebatte, hinter diesem Coin steckt und natürlich auch politisch, Firmenpolitik hier auf die Bitcoin-Entwicklung Einfluss nimmt. Ob dies zum Nachteil oder Vorteil ist, das wird sich zeigen. Zukünftige Entwicklungen sind Second-Layer-Lösungen, wie zum Beispiel das Lightning-Netzwerk, was zurzeit gerade jetzt vor einigen Wochen gerade im Mainnet released worden ist. Es gibt seit wenigen Tagen die erste Smartphone-Android-Lite-Wallet quasi fürs Handy, mit denen man per Litecoin eben Bitcoin bezahlen kann. Der Vorteil vom Lightning-Netzwerk ist, dass man nicht jede Transaktion über die Blockchain abwickelt, sondern über Smart Contracts und über das Lightning-Netzwerk instantan off-chain als Second Layer Überweisungen durch das Lightning-Netzwerk routen lassen kann. Das heißt konkret, die Transaktionskosten sind massiv, also verschwindend gering bei Lightning-Zahlungen. Die Zahlungen sind enorm schnell und je größer das Netzwerk wird, desto schneller und desto besser skaliert das Netzwerk. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass das Lightning eine Größe erreicht, die es dann tatsächlich so, dass das Bitcoin-Netzwerk es mit ja, zum Beispiel Kreditkartensystemen wie Visa oder Mastercard aufnehmen kann und das auf Basis eines dezentralen Netzwerkes. Hier ist also ein großer, wichtiger, entscheidender Schritt gemacht worden, der die Anwendung von Bitcoin viel attraktiver macht als Zahlungsmittel und auch für Internet of Things-Anwendungen möglicherweise. Also hier findet gerade ein großer Umbruch, ein großer neuer Evolutionssprung statt, den Bitcoin entwickelt. Das Projekt ist nicht einfach ein Proof, wie meiner Meinung nach nicht einfach ein Store of Value, da die Transaktionskosten zu hoch sind. Das ist ein vorübergehender Effekt. Mit der zunehmenden Verbreitung des Lightning-Netzwerkes wird es einfach viel einfacher sein, Bitcoin-Zahlungen vorzunehmen. Sie werden günstiger sein, sie werden schneller sein und damit haben wir tatsächlich ein echtes alternatives Electronic-Peer-to-Peer-Cash-System, genau so wie es in dem White Paper von Satoshi Nakamoto 2008 ausgedrückt worden ist. Eine, wie ich finde, fantastische Entwicklung. Die Personen hinter Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Auch hier gibt es viele Spekulationen, wer oder welche Gruppe sich hinter Satoshi Nakamoto verbirgt. Bisher ist es nicht aufgeklärt worden, welche Gruppe oder welche Person hinter diesem Pseudonym steht. Ein sehr interessantes Mysterium. Ja, Genesis fand als erste Blockchain überhaupt am 3. Januar 2009 statt, auch mit einer verschlüsselten Botschaft, mit der Headline der Times von diesem Datum, wo es auch um den Zusammenbruch der Banken und um den Bailout der Banken geht. Im Prinzip darum, ob zentralisierte Geldschöpfung für die Gesellschaft noch zeitgemäß ist. Zurzeit hat der Bitcoin noch 44% Marktanteil aller Kryptos. Zurzeit sah es mal so aus, dass Ripple bzw. Ethereum
Bitcoin überholt, aber zurzeit, und das ist Fakt, hat Bitcoin einen Marktanteil von 44% und kann trotz seiner einfachen Struktur, seiner ältesten DNA, seiner langen Blockzeit immer noch auf die erfolgreichste Blockchain-Geschichte überhaupt zurückblicken. Blockintervall beträgt 10 Minuten, schon gesagt bei Einsatz von Lightning, nur Bruchteile einer Sekunde. Der Hash-Algorithmus ist SAA 256, das ist interessant für das Mining, und es gibt einen Supply von maximal 21 Millionen Bitcoins. Hier gibt es interessante Statistiken darüber, die zeigen, dass 4 Millionen Bitcoins seit Anfang nicht mehr bewegt worden sind, vielleicht von Satoshi. Vielleicht sind auch viele Keys verloren gegangen. Also wahrscheinlich existieren tatsächlich zwischen 16 und 17 Millionen Bitcoins, die überhaupt handel- und transferierbar sein werden. Zu 4 Millionen Coins sind höchstwahrscheinlich für alle Zeiten verloren gegangen. Ja, nochmal zusammenfassend die Anwendung der Top 30. Wir haben als Electronic Cash System 8 Coins wie Bitcoin, wie Litecoin. Wir haben als Smart Contract Plattform wie Ethereum oder wie EOS wir ebenfalls 8 Coins gefunden. Dann gibt es mit 5 Coins Exchange und Interblockchain-Protokolle, wie zum Beispiel Quantum oder Icon. Auch dies wird eine wichtige zukünftige Entwicklung in der Zukunft sein, dass der Handel und der Austausch von Kryptowährungen nicht zu 100% über Exchanges stattfinden muss, sondern sich zunehmend ebenfalls dezentralisiert. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass man Wallets, dass man Multicoin-Wallets verwaltet und dann aus der Wallet heraus über dezentrale Algorithmen, über dezentrale Interblockchain-Protokolle seine Coins dann direkt dann mit anderen Coin-Inhabern über die Blockchain austauscht und nicht mehr über zentralisierte Exchanges. Noch sind die zentralisierten Exchanges da. Sie werden auch sicherlich auch in Zukunft eine gewisse Existenzberechtigung haben. Aber wenn der Punkt erreicht ist, dass es einfach von der Usability her einfacher ist, Coins direkt von der Wallet ineinander umzutauschen, zum geringsten Gebühren, das ist eigentlich der Hauptknackpunkt, dann werden diese Projekte sicherlich und diese Lösungen von den Nutzern sicherlich favorisiert werden. Ja, deshalb ist dies ein Trend, der sich in 5 Coins hier von den Top 30 bereits abzeichnet. Dann haben wir 4 Coins, die sich auf Privacy spezialisiert haben. Auch der Bitcoin ist, wenn man ihn richtig anwendet, wenn man Mixer verwendet, wenn man die Adressen nur einmal verwendet, man kann, man muss nicht, ist er relativ anonym. Ich kann ja eine Paper Wallet erzeugen auf einem Rechner, der nie mit dem Internet verknüpft war, und irgendjemand bitten, mir anonym darauf Bitcoins zu überweisen. Dann bin ich der Besitzer der Private Keys und damit auch der Coins und kann sie ausgeben und muss mich erst wieder mit dem Internet verbinden, wenn ich tatsächlich meine Coins ausgeben muss. Und da erst zu diesem Zeitpunkt besteht tatsächlich die Gefahr, dass ich mit dieser Verbindung ins Internet tatsächlich auch noch irgendwelche Daten von mir preisgebe, die eben einen Bezug herstellen zwischen dem Bitcoins, der Bitcoin-Adresse und meiner Person oder meiner Institution. Bei den Privacy Coins ist dies schon im Protokoll eingebaut, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Es wird einfach nicht gespeichert, wer wie viel wem bezahlt hat. Welches Privacy-Protokoll das Beste ist, ob es Dash, Monero oder Zcash gibt, auch darüber kann man sich streiten. Jedenfalls ist das eine Anwendung, private, anonyme Bezahlungen, Geschäfte tätigen, ohne dass Mitbewerber, ohne dass Organisationen oder Institutionen mich behindern oder stören oder ja, eben einen Datenmissbrauch betreiben. Das wird durch diese Coins sichergestellt, dass dies nicht passiert oder nicht so leicht passieren kann. Dann gibt es den Bereich Internet of Things. Da haben wir 2 Coins gefunden.
Ray-Blocks, also Nano und Iota, aber wie wir gehört haben, auch sogar Bitcoin und Ethereum kann langfristig durch massiv reduzierte Transaktionskosten hier auch Mikrotransaktionen ermöglichen. Und wie schon gesagt, gibt es hier bereits zwei Anwendungen, die getestet werden für den praktischen Einsatz. Auch EOS möchte auf sogar zur Smart Contract Ausführung auf Gebühren verzichten. Und wahrscheinlich ist dies einfach eine zwangsläufige Entwicklung, dass mit der weiteren Evolution der Coins auch hier tatsächlich neuere Möglichkeiten und günstigere Möglichkeiten geschaffen werden, eben Geräte miteinander kommunizieren und eben auch Werte austauschen zu lassen. Dann gibt es einen Security und Utility Token, den Binance Coin. Dann haben wir Steam als soziales Netzwerk gefunden. Auch hier wird in der Blockchain-Welt auch noch, gibt es noch andere Kandidaten, andere Coin-Projekte auch für die Bezahlung von Autoren, eben dass Medienersteller eben mit Verlagen in Verbindung kommen, dass ihre Urheberrechte gesichert werden. Das bezieht sich nicht nur auf klassische Medien, sondern auch digitale Produkte, 3D-Modelle, zertifizierte 3D-Modelle. Auch hier wird ein reger Handel auf der Blockchain stattfinden. Und ein Projekt war die Rechnungsfinanzierungslösung, der Populous Token. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Man kann mich erreichen unter info@derkryptonär.de. Und nochmal der Hinweis, dies war keine Anlageberatung. Vielen Dank.